dann, wenn von ihrer Seite aus allgemein kein Problem mit der Technik besteht und alle soweit verstanden haben, dann würde ich sagen, Herman, it's your turn. Okay, well, thank you. Good afternoon to everybody. Ja, vielen Dank und einen schönen Nachmittag für alle. This very excited to speak about life and death. Es ist sehr aufregend, über Leben und Tod zu sprechen. Because we have to deal all with that situation. Weil wir alle mit dieser Situation zu tun haben. And it is like traveling. The better you prepared, the easier you travel. Und es ist wie bei einer Reise, je besser man vorbereitet ist, umso leichter reist man. Yeah. So first I'd like to give some attention to a number of principal ideas. Zuerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar grundsätzliche Gedanken lenken. Because this is what we need, without a little bit of understanding of this. Denn that is, wir brauchen das, also ein bisschen Verständnis davon. Because if we don't take this in our mind, then the whole story, what I will tell you, can be sometimes difficult. Also wenn wir all diese Dinge nicht in Betracht ziehen, dann kann das Verständnis von all dem, was ich Ihnen hier erkläre, etwas schwierig sein. Ja. So, the first one is immortality. Das erste ist also Unsterblichkeit. So, that means we are always as a being, we are there. Ja? Yeah? Mm-hmm. Das bedeutet, dass wir als Lebewesen immer da sind. Ja? Yeah? But that we only will change in condition and, let's say, in expression. Dass wir uns nur in Zustand und im Ausdruck ändern. Yeah. And that is a type of cycle we go through. Und das ist eine Art Zyklus, den wir durchlaufen. Yeah. The other one is the fact that there is unity and fundamental, equality. So we are all the same. We all have the same opportunities. Aha. Der nächste Punkt ist Einheit und fundamentale Gleichheit. Das bedeutet, dass wir alle dieselben Qualitäten haben. We only have to learn to express them. Wir müssen nur lernen, sie auszudrücken. Yeah. And one of the things what is the most difficult one das, for us? Ja, das was am schwierigsten für uns ist, is to realize from theosophical point of view. Ist also aus theosophischer Sicht festzustellen, is that man is a cooperation of multiple beings of different quality. Ist, dass der Mensch eine Zusammensetzung von einer Vielzahl von Wesen mit unterschiedlichen Eigenschaften ist. Ja. Yeah. So, and it is that cooperation what is very important in the processes between dying and birth. Und es ist genau diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenwirken, was den Prozess zwischen Leben und Tod so wichtig macht. Ja. Yeah. And then we see that another fundamental idea is cyclic cooperation of those different beings. Und wir sehen, dass also ein weiterer Punkt die zyklische Zusammenarbeit dieser verschiedenen Bewusstseine der Wesen sind. Ja. Yeah. And on the bottom you see a very popular equation of quotation from the Bible. Ja. Yeah. Am Schluss seht ihr ein bekanntes Zitat aus der Bibel. Ja. Yeah. So in my father's house are many dwellings or many different levels, ja? Yeah? Ja, im meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen oder viele Ebenen. And that is exactly what we start speaking about. Und genau darüber werden wir jetzt sprechen. So, to have a little bit of better understanding is that we have to realize that we have to deal with consciousness in consciousness. Aha. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns darüber klar werden, dass wir mit Bewusstsein in Bewusstsein zu tun haben. As an example, als Beispiel, we, yeah,
we as a human being have a cooperation with many other beings on different level. Aha. Als Beispiel haben wir als Menschen, sind wir in Kooperation mit vielen anderen Wesen auf unterschiedlichen Ebenen. Yeah. Like our cells, our molecules, our organs. Wie zum Beispiel unseren Zellen, unseren Molekülen, unseren Organen. Ja, yeah. But also our personality, aber our self. Aha. Aber auch unsere Persönlichkeit, unser Selbst. Hm. So if we take this in account, yeah, wenn wir das also berücksichtigen, yeah, then we can have a small attention to the definition of consciousness. Dann können wir uns ein bisschen der Definition von Bewusstsein zuwenden. Yeah. And we used what I like very much is the way if how Plato is this expressing. Was mir besonders gefällt, ist die Art und Weise, wie Plato das diesen Ausdruck yeah, erklärt. So he say, there is an opportunity for act and react. Also er sagt, es gibt eine Möglichkeit zu agieren und zu reagieren. Yeah. So you can put yourself in motion. Man kann sich also selbst in Bewegung setzen. And you can be activated. Und man kann aktiviert werden. Yeah. And if you take this in account and you look around, wenn man das also berücksichtigt und sich umschaut, yeah, then you can see this on every level. Dann kann man das auf allen Ebenen erkennen, zwischen menschlichen Wesen, but also between cells, aber auch mit zwischen Zellen, molecules, Molekülen, atoms, Atomen. Yeah. So it is a very general expression, only on different levels and different quality. Es ist so also ein sehr allgemeiner Ausdruck, nur auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Qualitäten, yeah, oder Charakteristika. Mm-hmm. And here I have called selfish, unselfish. Ja, hier habe ich genannt selbstlos und eigennützig. Ja. Yeah. Self-consciousness and unself-consciousness. Selbstbewusst und unbewusst. That are all qualities of consciousness, what we can see around us. Yeah? Das sind alles Qualitäten oder Eigenschaften des Bewusstseins, die wir um uns herum entdecken können. Yeah? And because this definition is very general. Und weil diese Definition sehr allgemein, yeah, ist. So you can see you can see in life, in energy, in force, in gravity, in matter. Dann kann man sie in all diesen Begriffen im Leben, in Energie, in Kraft, Schwerkraft, Materie und so weiter sehen. Ja. Yeah. So from theosophical point of view, is it all different level of expressions of consciousness. Also ist von theosophischer Sicht aus das alles auf all diesen verschiedenen Ebenen Ausdruck des Bewusstseins. Ja. Yeah. And you can see this over a very huge range. Man kann das über sehr große Breite sehen. Ja. Yeah. So we can see this from super gods to also, elementals. Ja, von Übergöttern bis zu Elementalen hinunter. Ja. Yeah. Mhm. So from this point of view, and that is a very fundamental point of view, yeah, that means that there is no dead matter. Ja, von diesem Gesichtspunkt aus, und das ist ein sehr fundamentaler Gesichtspunkt, heißt das, dass es keine tote Materie gibt. Yeah, and all this, let's say, all these examples of living beings having the same opportunities, the go through the same processes. Aha. Und alle Lebewesen haben dieselben Möglichkeiten und durchlaufen dieselben Prozesse. Ja, yeah. We say infinite in wir sagen, possibilities. Ja, unendliche Möglichkeiten. Yeah. Mhm. And what you see in practice, was man also in der Praxis sieht, yeah, that consciousness can only express themselves by cooperation with other consciousness. Bedeutet das, dass man Bewusstsein nur ausgedrückt finden kann in der Zusammenarbeit mit anderen Bewusstseinen? So if you look around, there is no manifestation what is just something on itself.
Wenn man also sich umschaut, gibt es keine Manifestation, die für sich alleine existiert. It is all cooperation all over. Yeah. Es überall gibt es Zusammenarbeit. That cooperation take place on the basis of mutable attraction. Also diese Zusammenarbeit findet auf Grundlage gegenseitiger Anziehung statt. Yeah. And that is something what we have to keep in mind. Und das müssen wir immer im Gedächtnis behalten. Yeah. Mind consciousness work together with many other cells, organs, molecules, because there is a mutual attraction. Mein Bewusstsein arbeitet zusammen mit den Molekülen, den Organen und so weiter, weil es da eine gegenseitige Anziehung gibt. Yeah. This gives immediately the information that the cells and the organs would like to cooperate with me. Maybe they doesn't like to cooperate with other ones. Und das gibt sofort die Information, dass das Bewusstsein der Zellen, Organe und so weiter, die mit mir zusammenarbeiten, nicht unbedingt mit anderen zusammenarbeiten. So that is a very important thing, because we say that every being has his own characteristics. Yeah. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sagen, dass jedes Lebewesen seine eigenen Charakteristika hat. Yeah. And another very important thing is that you see that cooperation is always taking place in a hierarchical structure. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese Kooperation immer in einer hierarchischen Struktur stattfindet. Ja. Yeah. So from human being example. Vom menschlichen Beispiel aus. Yeah. I have that hierarchical cooperation with all the cells, organs and all the lower beings. Yeah. Habe ich, also kooperiere ich mit all den niederen Zellen, Organen und den niederen. Yeah. But it is also true for the ideas I have, the thoughts. Yeah. Aber das trifft auch auf die Gedanken oder auf die Ideen zu, die ich habe. Yeah. That is something I have also built a cooperation with. Damit habe ich auch eine Zusammenarbeit oder eine Kooperation gebaut. Yeah. And the people, the thoughts, what stays with me for a long time. Die Gedanken zum Beispiel, die mich eine lange Zeit begleiten. That is what I called my character. Sind das, was ich denn meinen Charakter nenne. Ja. There is a very popular expression is this one. Ein sehr populärer Ausdruck ist dieses. Ja. Das ist die Tetraktis of Pythagoras. Pythagoras, ja, das ist die Tetraktis von Pythagoras, genau. Yeah. And the top one, the white one. Ja, die weiße Spitze. Ja. Yeah. Is the controlling point of consciousness? Ist sozusagen das Kontrollzentrum, der kontrollierende Punkt des Bewusstseins. Yeah. Ja. And that is the, let's say, inspiration to the lower two, und to der the gibt, three lower and to the four lower. Ja, und der gibt die Inspiration an die unteren beiden und an die unteren drei und an die unteren vier weiter. Ja. Yeah. But you can see the yellow one on itself are again a top of a few other ones. Ja, aber man sieht auch an dem Bild, dass die gelben Punkte auch wiederum die Spitze eines anderen Dreiecks, eines weiteren Dreiecks, einer weiteren Hierarchie geben. Ja? So that is a very important one to keep in mind. Das ist also wichtig zu berücksichtigen. An other thing what we have to understand is that our life does not only take place on the outer physical level. Also, was wir noch berücksichtigen müssen, ist, dass unser Leben nicht nur auf dieser äußeren physischen Ebene stattfindet. So, if we are thinking and we become emotional, wenn wir also denken und emotional werden. Yeah. Then we're working on a certain level. So dann arbeiten wir auf einer bestimmten Ebene. Yeah.
not on the physical level, but nicht auf der physischen, sondern auf einer anderen. If we are thinking more on the intellectual level, wenn wir mehr auf der intellektuellen Ebene sprechen, we are denken, on another level again, an higher dann sind one. Wir wieder auf einer anderen Ebene, auf einer höheren. And if we are thinking, let's say, from our body aspect, our visional aspect. Und wenn wir von unserem Buddhi-Aspekt oder unserem, unserer Vision aus sprechen, We are on a higher level again. Dann sind wir auf einem noch höheren, auf einer noch höheren Ebene. And this is something what you really have to keep in mind to understand the processes after dying, Und das muss man wirklich im Gedächtnis behalten, wenn man die Prozesse, die nach dem Tode stattfinden, verstehen will. That levels, that spiritual levels of different quality. Diese spirituellen Ebenen verschiedener Qualität. And the cooperation we have on that levels. Und die Kooperation oder die Zusammenarbeit, die wir auf diesen Ebenen haben, They stay alive for a very long time. Die bleiben erhalten für ziemlich lange Zeit. And that is what I will try to explain later on. Und das werde ich ein bisschen später erklären. But what we have to keep in mind, was wir aber im Gedächtnis behalten müssen, that we in principle are a copy of the higher, the growth, the bigger part, ist, dass wir im Prinzip die Kopie eines größeren Teils sind. So that means that if we realize that we are thinking on the different levels. Und das bedeutet, dass wenn wir feststellen, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen denken, that we store in the same time energy on the related levels of the dass earth. Wir dass wir gleichzeitig auf derselben Ebene der Erde eine Energie aufbauen. And that is something very important. Und das ist sehr wichtig. That means that we are active on all planets. Das bedeutet, dass wir also auf allen planes or planets. Yeah, planes. Dass wir auf allen Ebenen aktiv sind. So and if you are able to follow this idea, wenn man also dieser Idee folgen kann, then you can understand. Dann kann man verstehen, that everything what we experience after that, dann ist das alles, was wir nach dem Tode erfahren, in that inner planes, auf diesen inneren Ebenen, in that spheres, oder Sphären, find his causal effect on the moment we live on the earth. Ihre kausale Wirkung entfalten in dem Moment, in dem wir auf der Erde leben. So that is very important to keep in mind. So everything what we experience on this inner realms. Also alles, was wir auf diesen inneren Ebenen erleben, is karmic. Ist karmisch. And we have built it during our life. Und wir haben es während unseres Lebens aufgebaut. So the consequence of this is that after we leave the body on earth. Die Konsequenz davon ist also, dass wenn, nachdem wir den Körper auf der Erde verlassen haben, that we on the inner spheres, dass wir dann in den inneren Ebenen nothing new experience, nichts Neues erfahren. That we just experience what we have built during our life. Dass wir nur das erfahren, was wir während unseres Lebens aufgebaut haben. And that is very principle. Und das ist sehr grundsätzlich. Okay, so if we see what happens between dying and birth, wenn wir also betrachten, was zwischen Sterben und Geburt geschieht, we speak about three possible levels. Dann sprechen wir über drei mögliche Ebenen. Three states of consciousness. Drei Zustände des Bewusstseins. Yeah.
What we called in Theosophy Kamaloka. Was wir in der Theosophie Kamaloka nennen. What we also called on a higher level Devachan. Was wir auf einer höheren Ebene Devachan nennen. And on an even higher level we speak about Nirvana. Und auf noch höherer Ebene sprechen wir von Nirvana. Ja. Yeah. Kamaloka and Devachan is what we human beings are able to experience. Kamaloka und Devachan ist das, was wir als Menschen, menschliche Wesen erfahren können. Yeah. Mm-hmm. But they are all states of consciousness. Aber es sind alles Zustände des Bewusstseins. States of consciousness, what we can experience on this earth as well. Bewusstseinszustände oder Bewusstseinsebenen oder Bereiche, die wir auf dieser Erde auch erleben können. Yeah. And that we also during life build energy on that levels. Und auch da bauen wir während des Lebens Energie auf diesen Ebenen auf. Yeah. Mm-hmm. So there is nothing new what we will experience after dying. Es ist also nichts Neues, was wir nach dem Sterben erleben werden. So, if it is nothing new, we should be able to experience these states of consciousness during our daily life. Wenn es nichts Neues ist, dann sollten wir in der Lage sein, diese Bewusstseinszustände auch während unseres täglichen Lebens zu erfahren. Ja. Yeah. So, to say it in other words, um es in anderen Worten zu sagen, we are always during life in one of the three stages. Immer während unseres Lebens befinden wir uns in einem dieser drei Zustände. Ja. Yeah. And this is very logic, otherwise what we will experience would not be causal. Und das ist sehr logisch, denn anders würde das, was wir erleben, nicht ursächlich sein oder kausal, yeah. Ja. Mhm. So here I have a type of diagram, ja, to express what we are during our life. Also dieses Diagramm soll ausdrücken, was wir während unseres Lebens ja, ausdrücken, ja, oder darstellen. Mhm. So you see that we are a cooperation of four monadic centers. Sie sehen also, dass wir eine Zusammensetzung oder Kooperation von vier monadischen Zentren sind. Each monad is having its own ego and soul. Jedes Ego, jede Monade hat ihr eigenes Ego und die eigene Seele. Ja, yeah. And they are all on their own different level of consciousness. Und sie sind alle in ihrem unterschiedlichen Zustand des Bewusstseins. Ja. Yeah. And I have tried to make clear with the ellipses. Mm-hmm. Yeah. Und durch die Ellipsen habe ich versucht darzustellen. Ja, yeah. The yellow, the orange and the red. Ja, das Gelb, Orange und Rot. Ja, yeah. Mm-hmm. Where the influence is effective. Wo dieser Einfluss wirksam ist. Ja, yeah. And if you look on the left side, the small letters. Wenn man also auf der linken Seite die kleineren, in kleineren, yeah, Buchstaben das anschaut, then you see four different qualities. Dann sieht man also vier verschiedene Qualitäten. Ja. Ja. And on the left side, und auf der linken Seite, you see this one of the seven principles or two of the seven principles what are active in that particular center. Dann sieht man zwei oder drei der verschiedenen Teile der Konstitution, die auf diesen, in diesen Zentren aktiv sind. Das, ja, ist bei uns umgekehrt, ne? Rechts ist, bei uns ist rechts, also wenn wir anschauen, sind die Prinzipien und links ist die kleinere Schrift. Die, hm? Ja. Ja, ja, true. Okay. Ja. Ja, ja. And what I like to say is that each center have the seven fundamental principles in it. Mm-hmm. Und jedes dieser Zentren hat die sieben Prinzipien in sich. Yeah. Mm-hmm. But I have only mentioned the one what is dominant, aha, in the center. Aber genannt sind nur diejenigen, die in diesem Zentrum dominieren. Also, yeah, nur oben sieht man hier niederes Buddhi, höheres Manas. Das bedeutet, da die sind, yeah, in, ja, ja, yeah, ne? Yeah.
Okay. So if you take the highest one, you see Buddhi and the higher manas. Ja, wenn man also das Höchste nimmt, dann sieht man da, findet man da Buddhi und höheres Manas. Yeah. Mhm. But still the other ones are there. Auch, aber die anderen sind auch da. Ja, das yeah, bedeutet nicht, dominant. Dass nur die not zwei dominant. Sind, yeah. aber die yeah. sind da nicht dominant. Mhm. Yeah. And so Kaur step to step lower and lower. Yeah? Ja, und so kann man Schritt für Schritt tiefer und tiefer gehen. Yeah. Mhm. And then you see on the most lower levels, we speak about Prana, Linga Sharira, ja. Stula Sharira. Ja, yeah. Und auf der tiefsten Ebene, dann sprechen wir über Prana und Linga Sharira und Stula Sharira, also yeah. den Astral und den, oder das Modellkörper und den physischen Körper. Yeah. No? So this model of this cooperation of the four focal points. Also dieses Modell der vier Brennpunkte. Brennpunkte. It's just a diagram. Ist nur ein Diagramm. Ja. Yeah. To make it more logic how the cooperation is. Um es ein bisschen logischer zu machen, wie diese Kooperation stattfindet. Yeah. Ja. Wie die aussieht. So, and that is an important fact, ja. Yeah? Mm-hmm. Das ist also ein wichtiger Punkt. Yeah. So, and if you keep this in mind. Wenn man das also im Gedächtnis behält. Ja. This is the one what is trying to express all that spheres around the earth. Und dann soll dieses Schaubild erklären die einzelnen Sphären, die die Erde umgeben. Ja. Yeah. Ja. And if we take back the other one, you can see here on the right side the same names, the Buddhi, the Manas and so on. Ja. Wenn man also die, von ja. diesem, dann sieht man hier dieselben Bezeichnungen von Buddhi, Manas und so weiter in einem Menschen. Ja. Mhm. And then you can see on which level around the earth that will be. Und dann sieht man, auf welcher Ebene rund um die Erde sich diese Sphäre bewegt. Ja. Mhm. And this system of spheres we know in Theosophy as the auric egg. Und dieses System von Sphären oder Ebenen nennen wir in der Theosophie das aurische Ei. Ja. Yeah. Mm-hmm. So, and to make the correlation between a human being and the earth. Und um die Beziehung zwischen dem Menschen und der Erde darzustellen. Ja. Yeah. Mm-hmm. Then you see the human being is the same type of spheres, but only in the small. Ja, dann sieht man, dass der Mensch aus derselben Art von Sphären besteht wie die Erde, nur im Kleinen. Ja, yeah. Mm-hmm. And then you see also the, let's say, the cooperation from our thinking with the thinking level of the earth. Und dann sieht man die Zusammenarbeit oder das Zusammenwirken unseres Denken mit der Denkatmosphäre der Erde. If you ask what is our consciousness on the different levels, wenn Sie sich fragen, was unser Bewusstsein auf diesen verschiedenen Ebenen ist, yeah, then we have to express that there are four levels of consciousness. Dann können wir sagen, dass es vier Ebenen des Bewusstseins gibt. Yeah. Four levels of awareness. Ja, vier Ebenen der Aufmerksamkeit. Ja. Bitte? Eins, des Bewusstseins. Des Bewusstseins. Gewahrseins. Ja, danke, Ralf, das war's. Ja. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So, and then we see that the first level. Und dann Jagrat, sehen wir, dass das erste, die erste Ebene, Jagrat. That is the level we are most active in. Die yeah. Ebene ist, auf der wir am meisten aktiv sind. Yeah. Mm-hmm. So that is our daily wake consciousness. Ja, Wachbewusstsein. Das ist also yeah. unser tägliches Wachbewusstsein. Yeah. So wie wir hier sitzen, ne? Yeah, that is when we speak with each other, then we work, when mm-hmm. we study, that is the very genau. important one. Wenn wir miteinander sprechen, wenn wir studieren, das ist also die Ebene des Wachbewusstseins. Yeah. Mm-hmm. Then the second one is what we called the dream sleep. Ja. Die zweite Ebene ist das, was wir den Traumschlaf
nennen. That is all what we experience if we start sleeping. Das ist all das, was wir erfahren, wenn wir einschlafen. Yeah, when we have dreams and so on. Wenn wir Träume haben und so weiter. Yeah. And there you see that we cannot be active during the dream as we can be active during the daytime. Da sehen Sie schon, dass wir während des Traums nicht so aktiv sind oder auf dieselbe Weise aktiv sind, wie wir es während des Tages sein können. Yeah. During the days we can be active, we can create new ideas and do actions and so on. Während des Tages können wir neue Ideen fassen, können wir aktiv sein und so weiter. Yeah. During the dream sleep, it is more a consequence what was happening during the past days. Während des Schlafs erleben wir eher das, was während des der letzten Tage geschehen ist. Da wiederholen wir das in gewisser Weise. Ne? Yeah. Yeah. So if we have during the day a very, let's say, negative discussion with our boss. Wenn man also am Tage zum Beispiel eine sehr negative Diskussion mit dem Chef hatte, then we have during the dream state often dreams accordingly. Dann haben wir während im Traumzustand oftmals entsprechende Träume. And then in that dream state we are not able to interact. Und in diesem Traumzustand sind wir nicht in der Lage, zu interagieren. Ja. Ein higher state of consciousness ist der Sushupti. Ja, ein höherer Zustand des Bewusstseins ist Sushupti. Ja. That is a level of what we called pure self-forgetfulness. Yeah? Ja, das ist die Ebene des reinen Selbstvergessen, wie wir es nennen. All our personal way of thinking and acting is not playing a role on that. Unser ganzes persönliches Denken und Handeln spielt auf dieser Ebene keine Rolle. Yeah? And if we are during our sleep in this state, we will wake up the next morning without able to remember anything. Wenn wir im Schlaf in diesen Zustand eintreten, werden wir am nächsten Morgen aufwachen, ohne uns an irgendetwas erinnern zu können. Yeah. Only what we experience, that we, for instance, we wake, we have a type of impression. Yeah. And as soon as we start to act on this outer level, we lose that impression. Also das ist so, wenn wir erwachen, dann haben wir noch so einen kleinen Eindruck davon, eine kleine Ahnung. Aber in dem Moment, in dem wir beginnen, aktiv zu werden, verliert sich das. Ja? So, and that means, because we are not as far developed, that this Sushupti consciousness is something what we can easily create during the day. Und das bedeutet, dass wir noch nicht weit genug entwickelt sind, dass wir diesen Zustand von Sushupti während des Tages schaffen können. Yeah. So, there is even a higher condition of consciousness, Turiya. Turiya ist eben ein noch höherer Zustand des Bewusstseins. Yeah. If we are in that condition, we are in a type of nirvanic condition. Wenn wir in dem Zustand sind, dann sind wir in einer Art nirvanischem Zustand. Yeah. And then we are with our consciousness above any type of personal impression and experience. Da sind wir also mit unserem Bewusstsein oberhalb jeglichen persönlichen Denkens oder Erfahrens. Yeah, but still it means that we are full consciousness. Es bedeutet aber immer noch, dass wir voll bewusst sind. So, and that is what I try to express here. There are four levels. Ja, und das versuche ich hier zu. Ich versuche hier zu erklären, dass es eben vier Ebenen gibt. Ja, yeah. And the 1, 2, 3 is for us what we can recognize. Und 1 bis 3 können wir erkennen. And these three levels will also act
on between dying and birth, ja? Und diese drei Ebenen werden, sind auch aktiv zwischen Sterben und Geburt. Or to say it a little bit others, we can be active in that state. Oder um es ein bisschen anders auszudrücken, wir können auf diesen Ebenen aktiv werden. Mm-hmm. Okay. Now we start to see the first phase in the cooperation with all the other consciousness. Jetzt schauen wir uns die erste Phase der Zusammenarbeit auf all, mit all diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen an. Mm-hmm. Yeah. So keep in mind that we this is the diagram, the impression what we are during our life. Mm-hmm. Also behalten wir dieses Bild als Ausdruck dessen, was wir während unseres Lebens sind im Kopf. Mm-hmm. And now we start to speak about the process of dying. Und jetzt sprechen wir über den Sterbeprozess. Ja. Yeah. Mm-hmm. And that is a quite intense process. Das ist ein ziemlich intensiver Prozess. And in this first explanation, I just speak about all the dying processes from natural ends of life, natural process. Und hier spreche ich nur über die Sterbeprozesse, die stattfinden während des natürlichen Lebensendes. Yeah. Yeah. So that means that we are old, we are, what is it, 80-something, we have some disease, and also, so on. Also, dass wir das Alter erreicht haben, über 80, gewisse Krankheiten vielleicht haben, ja. Yeah. So, and then, we start to work on the first phase of letting go of the lower consciousness. Mm-hmm. Dann beginnen wir in der ersten Phase damit, die niederen Bewusstseinsebenen loszulassen. Mm-hmm. Yeah. So that means that all the beings on, let's say, physical level and so on and so on. Mm-hmm. All diese, die Lebewesen, die sozusagen auf der physischen Ebene arbeiten. Yeah. Yeah. We release them. Wir lassen sie los. So we stop the cooperation. Wir beenden also die Zusammenarbeit. Yeah. And then dead beings are free to go their own journey. Und dann sind diese Wesen frei, ihre eigenen Wege zu gehen. Yeah. Mm-hmm. And then starts a very important process. Und dann beginnt ein sehr wichtiger Prozess. That is what we called in theosophical terms the panoramic vision. Das ist das, was wir in theosophischer Begrifflichkeit die Panoramaschau nennen. Yeah. And that is something that panoramic vision will happen for every being. Und diese Panoramaschau hat jedes Lebewesen. Yeah. So also beings what are maybe not in a very good active mental states. Also auch Wesen, die nicht so gute mentalen Zustand haben. Because it is a vision what take place by the just one focal point higher. Weil es eine Vision ist, die von einem höheren Punkt aus betrachtet wird. Yeah. Mm-hmm. What happens there is that we have a view and looking back on our past life. Mm-hmm. Was da passiert ist, dass wir einen Rückschau auf unser vergangenes Leben haben. Yeah. Mm-hmm. And that viewing back is looking what happens in the course of action and reaction. Und dieser, ja, und dieser Rückblick zeigt, was praktisch in der Aktion und Reaktion im vergangenen Leben passiert ist und welche karmischen Effekte das, Wirkungen das hervorbringt. Ja. And that shows us the value, the lessons we have to learn from all the event in our past life. Und es zeigt uns die Lektionen oder den Wert all dessen, was wir lernen konnten, was wir im vergangenen Leben lernen konnten. Ja. Yeah. Mm-hmm. And
that is something what is very valuable. It is a type of essence from our past life. Ja, und das ist sehr wertvoll und sehr wichtig, denn es ist eine Art von Essenz unseres vergangenen Lebens. Yeah. Mm-hmm. But this panoramic vision only starts when the real death takes place. Aber diese Panoramaschau beginnt erst, wenn der tatsächliche Tod eintritt. Ja. Yeah. Mm-hmm. So there is no way of coming back from this. Also das bedeutet, wenn keine Möglichkeit mehr zum Zurückkehren da ist. Mm-hmm. What you see by old people, that sometimes even weeks before they dying, they start already to speak about all the things happens in their life. Aha. Was man also auch bei alten Menschen oft findet, ist, dass sie in der Zeit vor ihrem Tod schon beginnen, über Dinge aus ihrem früheren Leben zu sprechen. Mm-hmm. But that is on personal level. Aber das ist auf persönlicher Ebene. Yeah. Mm-hmm. And some people has a very, how you say that, intense experience by looking back, yeah? Und manche haben eine sehr intensive Erfahrung, wenn sie so zurückschauen. Mm-hmm. Yeah, but the spiritual, the deeper panoramic view. Mm-hmm. Aber die spirituelle, also die tiefere Panoramaschau. Is really when the split takes place. Findet wirklich statt, wenn diese Trennung geschieht. Yeah. Mm-hmm. And on that moment we start to travel over the more inner spheres. Und in diesem Moment beginnen wir dann unsere Reise durch die mehr inneren Bereiche oder Sphären. Yeah. Mm. So and now you see the same diagram. Jetzt sehen Sie also dasselbe Diagramm. But you can see that I have the yellow ellipse mm-hmm. is drawing up. Aber Sie sehen jetzt, dass die gelbe Ellipse nach oben gezogen ist. Ja. Yeah. Mm-hmm. And that we only have stopped working together with the lower focal point. Mm-hmm. Und dass wir nur aufgehört haben, mit dem niederen Brennpunkt yeah. zusammenzuarbeiten, yeah. also dem untersten. Ja, and then you see that is the basic characteristic, the prana, the linga sharira and the stula sharira. Also yeah. die grundlegenden Dinge wie prana, linga sharira und stula sharira. Yeah. Also der Modell und der yeah. physische Körper. Yeah. Yeah. And what we also call the astral physical. Auch was wir also auch den astral physischen yeah. Nennen. Ja. So in principle, we are still a human being, only with the lower point missing. Wir sind also immer noch ein menschliches Wesen, nur der niedere Teil fehlt ihm. Mhm. Yeah. Maybe this is a good moment to ask the people if they have questions. Ja, vielleicht haben Sie an diesem Punkt Fragen. Also ich hätte eine Frage. Ja, Klaus. Ein paar Folien davor gab es die Einteilung der Bewusstseinszustände, 4 Stück waren es. Ja. Und ich habe dort einen vermisst, und zwar gibt es den Zustand, in dem man luzide Träume erfahren kann. Und den man wie erfahren kann, Klaus? Der genannt wird, ich gehe mal dichter ans Mikrofon. Ja. Mein Mikrofon ist schlecht. Okay. Also jetzt bin ich wieder dran. Und zwar gibt's auch luzide Träume. Aha. Hermann, did you understand that? No, the sound okay. was too weak. I try to explain it to you. What yeah. Klaus says is that on the slide you showed about the 4 stages of consciousness, that yeah. is the dream consciousness, he is missing one stage, which is on the so-called lucid dreams. Well, that is what I called the dream state, is number 2. Yeah. And that is, of course, and that is right. In the dream state, you have also a certain bandwidth. Yeah. Yeah.
Hast verstanden, Klaus? Also er sagt, es stimmt, er hat das aber unter dem zweiten, diesem Traumzustand mitverstanden, weil der Traumzustand natürlich in sich auch eine ziemliche Bandbreite hat. Ja? Und da sind diese, wie du nanntest, luziden Träume eingeschlossen. Ja. So we have to keep in mind that the four levels are not four different levels. They are going gradually from one over to the other. Mm-hmm. Wir sollen müssen also daran denken, dass diese vier Zustände keine abgeschlossenen, in sich abgeschlossenen Zustände sind, sondern dass sie graduell eins in das andere übergehen. Mm. Ja. Ja. Mm-hmm. Okay. Gut. Some other questions? Ja, Edith, kannst du es laut? Ja, gerne. Ich würde gerne wissen, was mit wie die Menschen, die nicht bei Bewusstsein sind während des Sterbeprozesses, weil sie vollgepumpt sind mit Schmerz, mit Schmerzmittel oder so, oder ja. Was, wie erleben die das? Ja, Herman, you understood the question? No. Not yet, not so good. Okay, Edith asks, how do people who are, because of medicine, they have to take not really awake, not really conscious, how do they experience this stage? Well, we have to realize that medicine and all that type of things we use for people in a dying state and so on, is acting on the lowest level. Ja, wir müssen dabei berücksichtigen, dass eben die Medizin, die man in diesen Sterbephasen den Menschen zur Schmerzminderung und so weiter gibt, auf der physischen Ebene wirkt. Ja, yeah, special narcotics. Besonders eben Narkosemittel. Ja. Yeah. Mm. Yeah. And that is, in fact, what you can see on this diagram, das, das kann man genau auf diesem Diagramm sehen. Ja, that is on an artificial way making the separation already with the lowest focal point, yeah, and the one higher. Yeah. Mm-hmm. Das macht also quasi auf künstliche Weise, trennt das den unteren Brennpunkt von dem nächsthöheren. Ja? Ja, also das, was diese, ist ja hier auf dem Bild deutlich sozusagen das Prana, Linga, Stula, Sharira, davon trennt es sich ja. Ne? Und die Narkosemittel setzen praktisch an dieser Stelle an, sodass die Trennung da so erfahren wird. Ja. As I understand it. Huh? But the real panoramic vision will also take place for these people in the higher part. Yeah? Uh-huh. Aber die wirkliche Panoramaschau findet eben in den höheren Bereichen auch für diese Leute statt. Yeah. Mm-hmm. Okay, danke. Yeah. Okay. Okay. There is another group of people, maybe I should address this here as well. Yeah. That is the people what are dying not of natural causes. Aha. Es gibt natürlich noch eine andere Gruppe von Menschen, die man vielleicht in diesem Punkt auch ansprechen kann. Das sind die, die nicht aus natürlicher Ursache sterben. Yeah. Mm-hmm. And that people will stay in that lower level till their life energy is, let's say, used, is exhausted, and then the process will start. Okay, und diese Menschen bleiben eben auf dieser niederen Ebene so lange, bis ihr der natürliche Tod erreicht würde, und dann beginnt der ganze Prozess. Bis die Lebensenergie verbraucht ist, oder kann man das sagen? Ja. Mm-hmm. So that means they stay exactly like you gave in this diagram, yeah? Yeah. Also man kann, die bleiben praktisch in dem Zustand, wie er in diesem Diagramm sozusagen. Well, in fact, a little bit lower, yeah? Mm-hmm. Because the only thing what I get rid of is the physical body. Yeah, the Stula Sharira. Mm-hmm. Yeah, because the lower part is the way. Ja, sogar noch ein bisschen niedriger, weil das Einzige, was sie sozusagen verlieren, ist ja nur der physische Körper. Ja, alles andere bleibt. Ja,
Ne? So lange bis, wie Claudia sagte, die Lebensenergie aufgebraucht ist. Ja. Hm? Ja. Okay. Ja. Und was passiert mit den Menschen, die zum Beispiel im Krieg erschossen waren oder anderweitig umgebracht waren? Ja. It is the same if people are were shot in war, for example, or have been murdered. The same is the same. Yeah? Ja, das ist auch dasselbe, sagt er. Ja. Mhm. Wow, das ist ja Hammer. Mhm. Darf ich da anschließen? Ja, Klaus. Und also die Menschen sind jetzt physisch tot. Ja. Aber wo bleiben die dann? Also sie leben ja weiter, bis die Lebensenergie zu Ende aufgebraucht ist. Und ja. Jetzt verweilen sie. So. Ja, auf den Bewusstseinsebenen. Die, Klaus asks, and where do they stay, those people? Where we are now as well. Genau da, wo wir auch sind. Ja, because now we are active on that levels as well. Ja, wir sind jetzt auch auf diesen Ebenen aktiv, wo die so dann sind. We are there. We are there. Mm-hmm. Wir sind also da. Ja. Mm-hmm. So, and the only thing what is cut off is the physical body. Das Einzige, was also abgetrennt ist, ist der physische Körper. Ja. Das heißt, im Grunde umgeben sie uns. Sie sind da. Ja. Wir sehen sie nicht, wir hören sie nicht, aber sie sind da. Ja. 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 Es gibt so schöne Filme, Klaus, die das ganz gut beschreiben. Wie hieß dieser eine nochmal? Ja, da gibt es also einen exzellenten Film. With a small boy. Ja. Mit so einem kleinen Jungen. Der sieht die nämlich. Ja, den kenne ich auch. Den kennst du. Ja, siehst du. Und solche Filme, die sind gemacht von Menschen, die davon... Ja, wenn sie es nicht selber, sagen wir mal, sich mit solchen Dingen beschäftigt haben, zumindest eine Ahnung von diesen Zusammenhängen haben. Ja? Ja. Ja. Da kann ich dann gleich mal nochmal fragen. Wie der hieß, weiß ich nicht. Do you remember? Der siebte Sinn, glaube ich. Der siebte Sinn, ja. Ja. Okay, das war aber nicht meine Frage, das wusste ich. Ist es dann auch so, dass man, wie in dem Film zu sehen war, gar nicht sofort realisiert, ich bin tot, physisch? Ja. Is it so, Herman, that when this something like that happens, that you don't realize at once that you are really dead? When you lose your body? Ja. Das merkt man nicht sofort. Muss man nicht sofort merken. Hm. No? Okay. Yeah, this is it should be really like that you then try to talk to somebody and he doesn't hear you. Das wird auch so, gibt es auch so viele Beispiele drüber in Filmen, wie das dargestellt wird. Der Trinker, der dann immer nach der Flasche greift, ja. Ne? Aber er hat nichts, er kann es ja nicht mehr trinken. Ja? Disney hat das in seinen Filmen sehr schön immer dargestellt, solche Dinge. Sind da immer so eingeflossen. Muss man mal genau gucken. Okay, gut. Ist die Frage damit beantwortet? Okay. Ja. Weiteres? Ja? Okay. Na, du musst das Mikro anmachen, Birgit. Ja, jetzt nochmal. Wieso wird Mord mit Suizid gleichgestellt? Warum ist es dasselbe Ablauf? Weil also Suizid macht man ja bewusst und Mord passiert. Ja. Herman, did you understand the question? No. Why is suicide and being murdered has the same consequence? Because so that the situation is the same for the dead person. Because suicide is something you commit out of your own will, and being murdered happens to you. So why is this? There are no difference. No, an incident, what happens with a car or something like that, a murder, of a suicide, there is a very fundamental difference in it. That is the
mental state of consciousness when it happens. Aha. Der fundamentale Unterschied in diesen drei Ereignissen, wie er gesagt hat, zum Beispiel ein Autounfall, ein Selbstmord oder ein Mord. Das ist der Bewusstseinszustand, in dem sich derjenige, dem das geschieht, befindet. Yeah. Mm-hmm. And a person who takes suicide is in a very heavy emotional state. Eine Person, die also Selbstmord begeht, befindet sich in einem ziemlich aufgewühlten oder starken emotionalen Zustand. Yeah. Mm-hmm. And that strong emotional state, you can translate it as a strong emotional energy. Und diesen starken emotionalen Zustand kann man auch als eine starke emotionale Energie betrachten, die man geschaffen hat. And that's the term, what will happen in that condition. Und diese bestimmt, was in diesem Zustand passieren wird. Ja. Yeah. Mhm. Mhm. Ja. Danke. Okay. Mhm. Und das natürlich trifft auch für die anderen zu, ne? Also ja. Jemand, der im Krieg fällt, das ist ja unterschiedlich, wenn der erschossen wird, in welchem Zustand er sich befindet. Hat er gerade viel Hass gegen seinen Feind, ja? Oder, ja, nicht? Der kann ja auch unterschiedlich reagieren in einer Situation. Hm? Okay. Ja. Gut. Do we go on? Mm-hmm. Or do you want to make a break now? Depends what the people want. Wollt ihr 5 Minuten Pause machen oder gleich weiter? Von mir aus weiter. Okay. Von mir aus 3 Minuten. 3 Minuten Pause? Okay. Ja. Okay. Gut. Ja, für mich auch 3. Prima, 3 Minuten Pause. Okay. Sehr großes Nicken. Okay, Herman, then we can go on. Mm-hmm. Good. So the next phase we have to deal with is what we call Kamaloka. Also die nächste Phase, mit der wir zu tun haben, ist das, was wir Kamaloka nennen. Yeah. Mm-hmm. And Kama means desire. Kama bedeutet Begehren. And Loka means place. Und Loka heißt Ort oder ja. Ja. Yeah. Platz. And that means that we have to deal with a sphere, an atmosphere, what is, let's say, how do you call that? What is scored by all our desires, mm-hmm. emotions, aggressions, mm-hmm. And so on. Yeah? Und das bedeutet, dass wir es da mit einer Ebene zu tun haben, die gefärbt ist durch alle unsere Eigenschaften wie Aggressionen, Emotionen jeglicher Art und so weiter, yeah. Wünsche, Begierden, so. Hm? So let's say all the things what belongs to the lower personal things, yeah? Also praktisch all yeah. das, was zu der niederen persönlichen Ebene gehört. It is an atmosphere what is closed by the earth. Das ist eine Atmosphäre, die der Erde sehr nahe ist. Ja. Mm-hmm. What I have said before, we build the energy on that level during our life. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, bauen wir die Energie während unseres Lebens auf. Ja. So you can say it is a sphere, an area. Es ist also eine Ebene oder eine ein Bereich. Ja. Yeah. What is the consequences of our way of living in these characteristics? Die Konsequenz ist für die Art und Weise, die wir auf dieser Ebene gelebt haben. Yeah. Mm-hmm. So on the end of this period, we have also another panoramic vision.
Am Ende dieser Periode haben wir eine weitere Panoramaschau. Ja. But this is the part what can be of a certain intensity. Yeah. Yeah. Mm-hmm. According to what we have built during our life on that desire level. Yeah? Mm-hmm. Das wird sich in der Intensität danach richten, was wir während unseres Lebens auf der Erde für Energie auf diese Begierdenebene gelegt yeah. haben, gesetzt haben. And the length we spent there yeah, mm-hmm. can be really different from one person to the other. Und die Zeit, die wir da verbringen kann und die auch die Art und Weise kann variiert wirklich von jedem Menschen. Ja. Yeah. Mm-hmm. So that can be for let's say the very spiritual advanced beings. It can be hours, a couple of days. Mm-hmm. Für sehr spirituelle und fortgeschrittene Wesen kann das von Stunden bis zu einer Reihe von Tagen sein. Yeah. But it can also be years. Aber es kann auch Jahre umfassen. Yeah. That is mm-hmm. What the individual person has built during his life. Es hängt davon ab, was der individuelle Mensch da eben aufgebaut hat während seines Lebens. Yeah. No? So there is not something what you can say, okay, that is 10% or 20% of that period, but mm-hmm. it is just depending on the individual. Also das hängt wirklich nur vom Individuum ab. Ja, man kann nicht sagen, so und so viel Prozent umfasst das. Ja. Yeah. If we have a good observation of ourselves, wenn wir uns gut selbst beobachten, then we can look to ourselves and then we can come to the conclusion how many energy we spend in this characteristic. Mm-hmm. Dann können wir uns also wenn wir uns selbst betrachten, können wir feststellen, auf welchen Ebenen wir agieren und wie welche Energie wir in bestimmte Charakteristika einsetzen oder anwenden. Ja. So here you see our diagram again. Hier sieht man also unser Diagramm noch einmal. Ja. Yeah. And now you see that the lower part is almost phased out. Und jetzt sieht man den niederen Teil fast verblasst. And during Kamaloka, we have this type of cooperation, three centers. Und während des Kamaloka haben wir eben die Zusammenarbeit von diesen drei Zentren. Mm-hmm. So here we work out all the things what we have built there. Wir bearbeiten da also all die Dinge, die wir auf diesen Ebenen aufgebaut haben. And on the moment we are leaving Kamaloka, und in dem Moment, in dem wir Kamaloka verlassen, yeah, then we have a second panoramic vision. Dann yeah? haben wir eine zweite Panoramaschau. But just on the end of Kamaloka, of course. Aber erst am Ende des Kamaloka. Hermann, is that we can call that a kind of fading out of the energies in Kamaloka? Yeah. Yeah. So what you can say, all the ideas we built on that level, yeah, all the elementals and so on, we put energy in it, we yeah. stop having cooperation with them also, for the time being. Ja, was im Kamaloka also geschieht, ist, dass man nach und nach aufhört mit mit der Zusammenarbeit auf dieser Begierdenebene. Ja, dass das ja. nach und nach losgelassen wird. Deswegen ja. sagen wir manchmal auch vom Ausschwingen dieser ja. Energien. Ja. ja. So if we have during our life a very emotional thought. Wenn wir also während unseres Lebens sehr emotionale Gedanken bewegt haben. That means that we, during our life we build a lot of energy in that thought. Dann haben wir während unseres Lebens eine Menge Energie in diese Gedanken gesteckt. Yeah? Ja? And on this level we have to deal with that. Und während des Kamaloka auf der Ebene müssen wir uns damit eben auseinandersetzen. Ja? Haben wir damit zu tun. Yeah, then we have to, let's call it
absorbed, released that energy so that we can go on. Ja, dann müssen wir diese Energie loslassen, verarbeiten, so dass wir dann weitergehen können. So and that is also a moment we called in our literature the second death. Und das ist also der Moment, den wir in unserer Literatur den zweiten Tod nennen. So on this Kamaloka, on this end of Kamaloka. Ja, am Ende von Kamaloka. So and now we have a very important thing. Now there are two possibilities. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, also sehr wichtig. Or we go on to the next level. Entweder gehen wir auf die nächste Ebene weiter, also auf eine spirituellere Ebene. Or we go back to a next incarnation. Ja, oder wir kehren zurück zur irdischen Sphäre, also haben die nächste Inkarnation. And that is something what we determine ourselves. Und das ist etwas, was wir selbst bestimmen. If we have no energy, no ideas for Devachan, wenn wir keine Energie, keine Vorstellung, keine Gedanken für Devachan haben, also auf dieser Ebene, then there is no attraction to go to Devachan, dann gibt es auch keine Anziehung, ins Devachan einzutreten. So then the attraction to the earth is stronger. Dann ist die Anziehung zur Erde stärker. So, to give you an example, um ein Beispiel zu geben, imagine yourself, I like a sport car very much. Also stellt euch vor, ich liebe einen Sportwagen ganz besonders. And I put all my ideas and energy in that car. Und ich habe meine ganzen Vorstellungen und meine ganze Energie in dieses Auto gesteckt. But when I die, I'm not able to take it with me, of course. Und wenn ich sterbe, kann ich das natürlich nicht mitnehmen. So I'm going through Kamaloka. Ich gehe also durch Kamaloka. And when it comes to the, let's say, the threshold to Devachan. Und wenn ich an die Schwelle zu Devachan komme. The attraction to Earth is much stronger. Dann ist die Anziehung zur Erde viel stärker. So and that is a very important split. Das ist also eine sehr, ist ein sehr wichtiger Split. But it can also be. Aber es kann auch sein. That I think I have really a very important duty to do on this earth. Dass ich denke, ich habe eine wirklich sehr wichtige Aufgabe auf der Erde zu tun. Bodhisattva, for instance. Ja, der Bodhisattva zum Beispiel, der Buddha des Mitleidens. He has no attraction to Devachan either. He likes to go back to Earth from a different motive. Ja, er hat auch keine Anziehung zum Devachan. Er will zur Erde zurückkehren, aber aus einem ganz anderen Motiv. So that is an important thing to keep in mind. Das ist also ganz wichtig zu behalten. Or we have no attraction for Devachan and we go back to Earth. Entweder haben wir gar keine Anziehung zum Devachan und gehen zurück zur Erde. Or we have a tremendous attraction from compassion going back to Earth to help there. Wir haben aus Mitleiden eine unglaubliche Anziehung zur Erde zurückzukehren und dort zu helfen. So that is a very important difference. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. So, if we ask ourselves, how will we experience Devachan? Wenn wir uns fragen, wie wir Devachan erleben, then it will be in the dream condition. Dann wird das in dem Traumzustand sein, also in Swapna, And then is what we have to keep in mind, what Strauss was saying. Of course, that can be on different levels. Das kann, da müssen wir das uns daran erinnern, was Klaus auch gesagt hat. Das kann natürlich auf verschiedenen Ebenen sein. So if we are very low in our development. Wenn wir also noch nicht so sehr fortgeschritten in unserer Entwicklung sind.
then is it be very lively, very active. Dann wird das sehr aktiv und lebendig sein. Yeah. Mm-hmm. If we are very advanced on spiritual level. Wenn wir auf spiritueller Ebene weit fortgeschritten sind. Yeah. Then we have hardly noticed that we are there. Dann haben wir kaum wahrgenommen, dass wir dort waren. Yeah. So mm-hmm. That is an important thing. Yeah. Das ist auch wichtig. Mm-hmm. Yeah. So on the end of this, by the second death, am Ende also beim zweiten Tod, yeah, we go to Devachan. Dann gehen wir ins Devachan. Devachan, normalerweise, wenn wir nicht zurückkehren. Okay. Yeah, yeah. So the word Devachan is coming from Deva. Das Wort Devachan ist zusammengesetzt, kommt von dem Wort Deva. That means God. Und das meint heißt Gott. Ja. Yeah. And Chan is the Tibetan name for place. Und Chan ist der tibetische Ausdruck für Platz oder Ort. So the place for the gods. Yeah? Also der Ort der Götter. Mm-hmm. Yeah. And then we have, of course, to keep in mind that there is an absolute different quality. Yeah? Und dann müssen wir aber auch bedenken, dass es eine absolut andere Qualität hat. Ja. Yeah. But it is also a karmic consequence, what we have built during life, auch the time we are here. Yeah. Ja, auch die Zeit, die wir dort verbringen, ist auch karmische Konsequenz von den Dingen, die wir hier gesät haben. Ja. Mhm. Den Ursachen, die wir hier gelegt haben. Mhm. Ja. So that is a thing what you have to keep in mind. Yeah? And you can ask yourself, which part of our being have created and put energy there? Und man kann sich die Frage stellen, welcher Teil von uns hat auf dieser Ebene Energie aufgebaut? Yeah. Mhm. Which part, let's say, of us during life built is? Yeah? Ja, welcher Teil unserer Zusammengesetztheit während des Lebens hat das aufgebaut? This is the higher qualities of our thinking. Das sind die höheren Qualitäten oder höheren Eigenschaften unseres Denkens. Ja, das ist die idealistic ideas, the spiritual ideas. Das idealistische Denken, die spirituellen Gedanken, all diese Dinge. Ja, the more we are living in there. Und je mehr wir darin, je mehr wir darin leben, je mehr Energie wir da hineintun. Ja. The more we build there, yeah? Ja, umso mehr bauen wir das auf. Yeah. Mm-hmm. Is that also, Herman, that part where we say the musician likes to play his classical concerts and so? Yeah. Also das ist auch die Ebene, wo der Musiker sich seiner schönsten Musik hingeben kann und so weiter. Das ist eine der Ebenen von Devachan. Yeah, and it is a very important thing is to realize that our higher ideas, which we are not able to fulfill during life. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei, denn das betrifft die höheren Ideen, die wir nicht in unserem täglichen Leben durchführen konnten. Yeah. Ja? Oh, wunderbar. So that means the musician, what thinks I should play the ideal this or that at one. Das bedeutet also der Musiker, der den Gedanken hatte, ich muss also das Stück, sagen wir mal, ein Bach zur Vollendung spielen, ja? Ja, ja. Ja, in höchstem Maße besonders. Ja. So that is a very important thing. So that is the atmosphere, the place where all the higher parts of us are active. Es ist also die Atmosphäre oder die Ebene, wo all die höheren die Teile von uns aktiv sind. Ja. Yep. Mm-hmm. So and then let's see where that is. Yeah. Okay. Yeah. So we working out this type of energy and this place normally is the place we spend most of our time between dying and birth. Aha.
That's interesting. Und das ist der Bereich, sagt er, wo wir die meiste Zeit des Zeitraums zwischen Sterben und Wiedergeburt verbringen. Ja. And that can be in many, many years, yeah? Das können viele, viele Jahre sein. On the end of the presentation, but I can say it now as well, is that can be something, Blavatsky is speaking about 3,000 years. Mm-hmm. Frau Blavatsky hat gesagt, von ungefähr 3,000 Jahren gesprochen. As the average for all beings on Earth. Als Durchschnitt für alle Lebewesen auf der Erde. Yeah. So or long. GDP speaks about 100 times our what is lifespan. It called? Our lifetime. Ja, ja. Und GDP spricht, also Gottfried de Purucker spricht von 100 Mal der Zeit, die das physisch, also das Leben auf der Erde umfasst hat. So if you become 80, wenn man also 80 wird, you stay away 8,000 years. Dann bleibt man 8,000 Jahre weg. Ja. Yeah. But still, we have to realize that in principle we determine that by ourselves. Uh-huh. Aber man muss trotzdem immer dabei berücksichtigen, dass wir selbst es sind, die das bestimmen. Yeah. Ja. If you have charged your battery on this level very much. Wenn man also seine Batterie auf dieser Ebene sehr stark aufgeladen hat. It will take a long time before it is empty. Dann wird es eine lange Zeit brauchen, bis sie leer ist. Mhm. Yeah. Mhm. And if we have charged our battery just a very little. Und wenn wir unsere Batterien nur ganz kurz aufgeladen haben. Then we will stay a very short time there. Dann werden wir auch nur sehr kurze Zeit dort bleiben. Yeah. Is it so, Herman, that we then can say that people who don't even touch once or twice in a life, that idealistic way of thinking, a kind of spiritual thoughts, they have no attraction to Devachan at all. Very little. Yeah. Very little. Yeah. No, zum Beispiel in solchen Fällen, wenn jemand absolut wenig idealistische Gedanken pflegt oder auch überhaupt keinen Zugang zu spirituellen Ideen hat, der wird da sehr kurz sich nur aufhalten. But we have to realize that the ideals, the idealistic ideals, can be on quite a wide range of different levels. Aha. Wir müssen dabei daran denken, dass idealistische Ideen aber auch eine ziemlich große Bandbreite haben, dass sie auf verschiedenen Ebenen sein können. You can say that everybody has some experience in his life. Man kann sagen, dass jeder eine gewisse Menge an Erfahrungen auf diesem Gebiet hat. Mhm. Also the ideal football team. Auch das ideale Fußball, die ideale Fußballmannschaft zum Beispiel. Yeah. Ah. Is a little, a low level of ideas. Yeah. Ist eine idealistic niedere ideas. Ebene idealistischer Ideen, oder? Yeah. Ja. Mhm. So that is what you have to keep in mind. Yeah. Uh-huh. So. The range is also quite wide. Yeah. Also ist auch da die Bandbreite ziemlich weit. Mm-hmm. Yeah. And if you are very much spiritual advanced. Wenn man also sehr weit fortgeschritten ist, spirituell gesehen. Then there is no Devachan. Then you go into Nirvana. Ah, dann ist da kein Devachan mehr. Dann geht man in Nirvana. Yeah, because Devachan, at some stage, is still a state of high level illusion. Denn Devachan ist immer noch, und das mag komisch erscheinen, oder ein Zustand von Illusion, wenn auch ein sehr hoher. Mhm. Yeah. So that is the reason that you read in our literature that masters, mahatmas and so on, they don't look for Devachan. Und das ist der Grund, weshalb man in unserer Literatur auch findet, dass die Meister nicht nach Devachan verlangen oder danach suchen. Hm? Yeah. They prefer to go back and to work for compassion. Sie ziehen es vor, zurückzugehen und aus Compassion, aus Mitleiden zu arbeiten. Yeah. Hm? Okay.
Devachan, ja. Ja, ja. Okay. Ja, das ist auch immer oft eine Frage, die gestellt wird. Which one? Is there spiritual development on this level? Yeah, yeah, yeah. It's very often asked. Mm-hmm. Yeah. Well, if we realize that we are in a spiritual dream state. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass wir da in einem Zustand des spirituellen Traumzustand sind. Yeah. Mm-hmm. Then you can realize that we are not active there as we are on this outer level. Dann kann man davon ableiten, dass wir dort nicht so aktiv sind, wie wir es hier auf der äußeren Ebene sind. Yeah. Mm-hmm. Example, if you are sitting at home in your nice chair and you listen to music, mm-hmm. then you can have a high spiritual feeling, but it is more or less a dream type of feeling. Ja. Als Beispiel, wenn man zu Hause in seinem gemütlichen Sessel sitzt und ein schönes Konzert hört, dann kann man ein sehr erhebendes spirituelles Gefühl entwickeln. Und das ist aber mehr oder weniger doch wie ein Traumzustand. Mhm. Yeah. So, and then, from that point of view, it is just causal. We cannot build new. Von diesem Punkt aus gesehen ist das nur eine Wirkung. Man kann nicht neue Ursachen legen. Ja. Yeah. Mm-hmm. So, it is just consequence. All the time. Es ist also nur eine Konsequenz, yeah. Nur Konsequenzen. Yeah. Mm-hmm. So, and that is the way we build on in our daily life. If you like, for instance, in the situation we are in now, and you start to build yourself the ideal society. Mm-hmm. What is working together and there is no short of this and no problem mm-hmm. here, no problem there. And we are not able to work this out. That is what we will experience in Devachan. Aha. Wenn wir zum Beispiel uns jetzt vorstellen, dass wir so eine ideale Gesellschaft aufbauen, wo wir all die Dinge sehen, wie sie sein sollten und wie wir sie uns wünschen, aber wie wir sie jetzt noch nicht haben und noch nicht durchführen können, dann ist es ungefähr damit zu vergleichen, was man im Devachan erlebt, dass man das dann hat. Ja. Yeah. Mm-hmm. So, and that is what we built then. Yeah. Ja, das ist das, was man jetzt dann aufbaut. Mm-hmm. And if you ask, what is the use of this area? Wenn man sich fragt, was ist denn der Nutzen dieses Bereichs, dieser Ebene? Yeah. Mm-hmm. That is what I have called here assimilation of the aroma of the past life. Es ist also das, was ich hier genannt habe, die Assimilation des Aromas der vergangenen des vergangenen Lebens. Yeah, the best lessons we have learned from our past life. Also die besten oder höchsten Lektionen, die wir in unserem letzten Leben yeah. gelernt haben. Yeah. Mm-hmm. Our higher aspirations, our ideals. Yeah. Ja, yeah. Unsere Ideale, unsere höheren Bestrebungen. Yeah. Mm-hmm. So that means we the assimilation, that means that we are making them part of ourselves. Ja, die Assimilation bedeutet, dass wir sie zum Teil von uns selbst, also unseres Charakters machen. Yeah. Mm-hmm. And that is very important for the coming incarnation. Und das ist natürlich sehr wichtig für die kommenden Inkarnationen. Über die kommenden Inkarnationen kann man sogar sagen. Sure. Yeah. So if you look to our diagram, wenn wir also unser Diagramm noch mal anschauen, then you see that only what is part, what is active in the two higher focal points. Mm-hmm. Dann was aktiv ist, ist nur in den oberen zwei Brennpunkten. Yeah. That is working out in Devachan. Das ist das, was in Devachan arbeitet. Yeah. Mm-hmm. So, and that is something what we have to realize, that is the higher part. Und but, das ist der höhere Teil. Mm-hmm. Yeah. Quite often we think that Devachan is a static phase. Mm-hmm. In that process. Sehr oft denken wir, dass Devachan eine statische Phase in diesem Prozess ist. Yeah. Hmm? But it is not the case. Aber das ist nicht der Fall. Nee?
So here we can ask ourselves again the question, how will we experience this? Hier können wir uns also wieder die Frage stellen, wie erleben wir das? Yeah. Mm-hmm. So if we are advanced and active on that level, wenn wir also fortgeschritten und auf dieser Ebene aktiv sind, we should be more or less in Sushupti. Dann sollten wir mehr oder weniger in uns in Sushupti-Zustand befinden. Yeah. In the higher manasic condition. Yep. In diesem höher manasischen Zustand. That is important, yeah. Ja, das ist unser höheres Denken. Ja. Yep. No? Yeah. So, and now comes something what takes also place during Devachan. Und jetzt kommt etwas, was auch während Devachan stattfindet. Yeah. Also was in der Phase des Devachans stattfindet. So from theosophical point of view, Devachan is not a static period. Also von theosophischer Sichtweise aus ist Devachan keine statische Phase. The longer we are in Devachan, je länger wir uns in Devachan befinden, the more higher aspects of our ideals we will work out. Je höhere Aspekte unserer Ideale werden wir ausarbeiten. Yeah. And then I have to make an, if you can, where is my diagram? I try to show it here, and I will come back to this one again. Mm-hmm. If you look to this one, wenn man also dieses Diagramm anschaut, then you see that everything takes more or less in the higher focal point. Dann sieht man, dass mehr oder weniger alles in dem oberen Fokus stattfindet. What we have called Buddhatman. Was wir Buddhatman zu sehen nennen. And only the absolute highest part. Nur der absolut höchste Teil. Ja. Of the Pranatman takes place. Von Pranatman. Yeah. Mm-hmm. And that is something what we called in our literature, yeah, the traveling on the inner spheres. Und das ist das, was wir in unserer Literatur die Reise durch die inneren Sphären nennen. Yeah. Mm-hmm. So that means the higher part of us, as a part of a higher being. Das bedeutet, unser höherer Teil als Teil eines höheren Wesens. Yeah. Take part of the journey, journal of that higher being. Nimmt Teil an der Reise dieses höheren Wesens. Yeah. And is a little bit conscious of that. Und ist ein ganz bisschen davon bewusst. Yeah. You can see it as sitting in the train. Man kann es betrachten, wie wenn man in einem Zug sitzt. Yeah. If you start to travel from the start point, wenn man am Beginn der Reise steht, yeah, then you are very awake and very active. Da ist man sehr wach und sehr aktiv. Yeah. And when you are sitting in the train and it is taking time and so on. Und wenn während man im Zug sitzt und die Zeit vorbeigeht, yeah, then you start, let's say, not real sleeping, but is slumbering. Dann kommt man so in ein bisschen Dämmerzustand. Yeah? Ja. And then you can only be aware of where you're passing by very vaguely. Aha. Und dann erkennt man praktisch nur, ja, nimmt man nur sehr vage wahr, wo man durchfährt. So, and that is what happens in the last part of Devachan. Und das ist, was in der im letzten Teil von Devachan passiert. Yeah. We travel about around, let's say, spheres in our solar system. Wir reisen durch Sphären in unserem Sonnensystem. Yeah. Also a living being. Auch ein Lebewesen. Yeah. Mm-hmm. And then we take part of the circulations there. Und nehmen an den Zirkulationen dort teil. Yeah. And then we are a little bit aware of it. Und wir sind ein ganz kleines bisschen davon bewusst. Yeah. If we are reasonable advanced in it, of course. Wenn wir natürlich entsprechend entwickelt sind. Ja, vorangeschritten sind. Yeah. Mm. You can, the lowest bullet what I have here, is I make the comparison with the human blood. Uh-huh. Mit dem untersten Punkt hat den Vergleich mit dem menschlichen Blut
bezogen. Yeah. Ja? It goes through the body, it goes through all the parts, also through the higher parts, ja. Through the brain ja. And through the heart. Ja. Ja? Es fließt praktisch durch alle Teile des Körpers, auch durch die höchsten Teile bis zum Gehirn. So, and that is a part what you don't find too much in our literature about it. Uh-huh. Und da über diese Dinge findet man nicht sehr viel in unserer Literatur. Yeah. So, This is the diagram again. Ist also noch einmal dieses Diagramm. Uh-huh. And now we come to another important phase. Jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Phase. Now is the question, how do we build our next incarnation? Jetzt ist nämlich die Frage, wie bauen wir unsere nächste Inkarnation auf? Yeah. And that is the reverse process from what we have discussed up to now. Das ist genau der umgekehrte Prozess von dem, was wir bisher besprochen haben. Yeah. Mm-hmm. There is one thing, before this start, bevor dieser Prozess beginnt, we have a panoramic vision as well. Haben wir wieder eine Panoramaschau. Ja. Yeah. Mm-hmm. And that will give us a preview on the coming incarnation. Und die gibt uns eine Vorausschau über die zukünftige, die vor uns liegende neue Inkarnation. Ja. Yeah. And show to us what is the karmic reason and consequences that we will be experiencing in that new incarnation? Aha. Und sie zeigt uns genau, was die Gründe und die karmischen Ursachen für die Dinge sind, die wir in der nächsten Inkarnation erfahren werden. Hm? Yeah. So we start to rebuild the combinations with all the beings we have released by going higher and higher. Wir beginnen also mit all den Wesen, die wir beim Aufstieg sozusagen zurückgelassen haben, wieder einzusammeln. Mm. Yeah. So we start to rebuild them. Wir bauen sie wieder auf. With the lessons we have learned during our past life and we have, let's say, make concrete in our Devachanic period. Mit den Lektionen, die wir im vergangenen Leben gelernt haben und die wir in der Devachanischen Zeit in unseren Charakter eingebaut haben. So, and how can you see this? Halt, da war eine Frage. One stop, one moment. Da war Herman, I have a question if this is possible now. Yeah, please. You're talking about this looking at the next reincarnation. So, and this process, as you said, it sounds like it is something already planned somehow, mm-hmm. because mm-hmm. it is a karmic thing. Mm-hmm. But could be also that looking at it is an active process of imagination to build it. No, now we have to translate it for the others as well, please. Yeah. Or can you do it in German, Sarah? Ich versuche es. Er hat gesagt, dass der Prozess des Vorschau ist auch im Moment der Reinkarnation und man sieht die neue Reinkarnation und was in der Zukunft dieses Wesen erleben wird. Mhm. Und meine Frage war, ob dieser Prozess passiv irgendwie ist oder aktiv ist. Aktiv in dem Sinn, dass auf Basis des Karma dieses Wesen kreiert irgendwie oder attrahiert durch diese Vorschau, was dann danach sein wird. Was kommen wird. Okay, Herman? Ja. I understand what you mean. It is just a view what is coming. And of course, this is created by what you have learned and built yourself in past life. So you cannot say that you are able to create something else than what you already really are. Yeah. No, also es ist, man kann nichts anderes schaffen als das, was man wirklich ist, also das, was man schon mitbringt. Ja? Insofern, es,
Die Vorschau ist praktisch ja eine Konsequenz der Dinge, die man aus dem vergangenen Leben in den Charakter eingebaut hat, die man assimiliert hat. Und mit diesen Dingen praktisch, mit dem Gepäck im Rucksack, kommt man wieder zurück. Und die Schau, die man hat, zeigt im Grunde nur, es ist wie die logische Folge, warum die Situation so sein wird, wie sie dann ist. Yeah. Well, this is an important point to try to understand it maybe a little bit better. Mm-hmm. That is the bullet what I called the skandhas. Yeah. Ja, ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt und eine wichtige Frage. Und der hängt zusammen mit dem Punkt, den er hier die skandhas genannt hat. Ja. Yeah? You can imagine yourself a little bit in the way that the skandhas are building blocks. Man kann es sich so vorstellen, dass die Skandhas Bausteine sind. Yeah. Mm-hmm. Let's say the process of, decomposition, the dying part. Also während des Sterbens, des Zerfalls, ja. Yeah. You have a house and you take the house apart. Aha. To the levels of stones. Mm-hmm. Als wenn man ein Haus hätte und man nimmt die einzelnen Steine auseinander. Mm. Yeah. Man nimmt das Haus auseinander, bis nur noch die Steine übrig sind. Yeah. So you have all loose stones around. Man hat also lauter lose einzelne Steine um sich herum. Mm. But during Devachan, you have created yourself a better blueprint, a better design. Genau, während des Devachan hat man sich selbst einen besseren Plan gebaut, But you can only build that plan with the old stones. Man kann aber diesen Bauplan, das Gebäude nach diesem Bauplan nur mit den alten Steinen bauen. So, and that means a limitation. Das bedeutet eine gewisse Begrenzung. Yeah. Mm. And during our life, we have to help that stones to start to act on a higher level as well. Ja, und während unseres Lebens müssen wir praktisch dafür sorgen, dass diese Steine auch auf einer höheren Ebene aktiv werden. Ja. Mm-hmm. So, having that third panoramic vision on the coming life. Ja, diese dritte Panoramaschau auf das kommende Leben hat. Mm-hmm. Then you can say, I see the blueprint. Dann kann man sagen, ich sehe den Bauplan. Yeah, but you have to build it with the old stones. Aber ich muss es mit den alten Steinen bauen. Yeah, mm-hmm. And that blueprint, that is in fact yourself. Und dieser Bauplan bist natürlich du selbst. Yeah, mm-hmm. And the stones is the beings you have, let's say, karmic relations with, and you have to operate again. Yeah. Ja. Und die Steine sind praktisch die Wesen, mit denen man karmische Verbindungen hat und mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat. It is not possible if you have the third panoramic vision to look and then say, no, I don't want this type of incarnation. I like an older one. Ja, es ist nicht möglich, wenn man diese Panoramaschau hat, dass man sagen könnte, ach nee, das gefällt mir nicht, ich möchte lieber was anderes haben. Also ich habe keine Entscheidungsmöglichkeit. Die Entscheidungen, I add a little bit, Herman, sorry. Ja. Die Entscheidungen habe ich in meinem vorherigen Leben getroffen. Ja, die Entscheidungen. Jetzt, bei der Schau, ist es nicht mehr möglich. So, if we want to create a self or build ourselves a better next incarnation, that is what we have to do during our life. Ja. Wenn wir also uns eine bessere Inkarnation wünschen für das nächste Leben, dann müssen wir das in diesem Leben tun. Ja. Mhm. Oder in diesem Leben dafür sorgen. Ja. Wünschen. Ja. Sorry. Ist Sarah happy? Ja. Okay. She's nodding. Okay. Good. So this is a very important process, of course. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Prozess. Ja. And if we look in our diagram, how it will look like. Und wenn wir unser Diagramm anschauen, wie das nun aussieht, dann sieht das genau so aus. Ja. Yeah? Ja. So we go. The lower,
Wir gehen over. Also ja, tiefer und tiefer. Bis and then is what we are again with our next incarnation. Yeah. Mm-hmm. Und dann ist, sind wir das wieder in unserer nächsten Inkarnation. Mm-hmm. Hopefully a little bit better. Hoffentlich ein bisschen besser. So. Then we get a question about duration. Und but dann I kommt, addressed that already yeah, a little. Kommt die Frage über die Dauer dieses, dieser Zeit, aber die, das, darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Mm. Yeah, but then you should realize the 3000 years and the 100 times your life. Mm-hmm. Yeah, is just how you say that, just indications. Yeah, das sind nur praktisch Andeutungen. Also, yeah, yeah. No? So we really determine that by ourselves, our quality of thinking, mm-hmm. our desires, our ideals. Yeah. How long it will take. Ja, wir bestimmen die Zeit wirklich mit unseren Begierden, mit unseren Gedanken, mit allem, was wir so tun, wie lange das dauern wird. Mhm. So that means that normally we don't give a lot of attention during life if we do this and we do that, that we think about the consequences. Mm-hmm. Normalerweise denken wir nicht viel über die Konsequenzen nach, wenn wir in unserem täglichen Leben handeln. Yeah. Mm-hmm. So, and if you ask yourself the last bullet, can we be, let's say, make decisions very consciously? Mm-hmm. Yes, only to start to live another type of life. Ja, und wenn wir die Frage stellen, ob wir bewusst für uns selbst entscheiden können, und dann können wir sagen, ja, aber nur, wenn wir eine andere Art zu leben wählen. Yep. Hm? Ja? So, if we ask ourselves, what are we by returning? Wenn wir uns also fragen, wie werden wir sein, wenn wir zurückkommen? Ja. Yeah. So then you can say we are almost the same reincarnating human being with a new personality. Dann kann man sagen, eben fast dieselbe Person, fast derselbe Mensch, aber mit einer neuen Persönlichkeit. Yeah. So that is what I have called the old, let's say, new building with the old blocks. Ja, das ist das, was ich das neue Gebäude aus den alten Steinen genannt habe. Ja, ja. So and then we take up what we have left behind, yeah? Und dann nehmen wir das wieder auf, was wir zurückgelassen haben. But if we have learned our lessons, we can handle it much wiser. Aber wenn wir unsere Lektionen gelernt haben, können wir viel weiser damit umgehen. Ja. Yeah. Mm-hmm. So, what is the consequence? Was ist also die Konsequenz? Ja. Yeah. How go we on? Wie How gehen further, wir weiter? Yeah? Mm-hmm. Yeah. So, if you don't want to fall into belief, wenn man also nicht in reinen Glauben verfallen will, about everything what I was saying, über all das, was ich jetzt erzählt hatte, then you have study your way of thinking and your motivations and your interactions. Yeah. Dann muss man die eigenen Motivationen, die eigene Handlungsweise, das eigene Denken studieren. Yeah, and you can do that. And what can help is if you do that during the day. Man kann das tun, und was hilfreich ist, man kann das schon während des Tages tun. Yeah. Then on the end of the day, when you start to sleep. Wenn man dann am Ende des Tages, kurz vor dem Schlafen. Yeah. You relax yourself. Sich entspannt. Yeah. Then you can see what type of ideas are passing by. Und dann betrachtet, welche Gedanken vorüberziehen. Yeah. Yeah. Mm-hmm. That gives you a little bit of a clue. What is the characteristic from the past day or days? Das gibt einem den Schlüssel dafür, was die Charakteristik des vergangenen Tages oder der vergangenen Tage waren. And then you can ask yourself, are you able to recognize the three levels what I have discussed, the physic, the karma, and the devachanic, the idealistic level. Ja, und dann kann man sich die Frage stellen, bin ich in der Lage zu erkennen, diese drei Ebenen zu erkennen, die wir vorhin genannt haben, die physische, die karmische oder die devachanische Ebene. Ja. Yeah.
And then, of course, you can realize, where do I want to put most of my energy, my ideas in? Yep. Und dann kann man natürlich erkennen, wo möchte ich die meiste Energie sozusagen hineingeben. So what I like to say here is that we are able to realize, to control and to conduct in the way we like by just observing what we do. Was ich also sagen will, ist, dass wir in der Lage sind, zu bestimmen, zu kontrollieren, auf welchen Ebenen wir uns bewegen, was wir tun wollen, auf welchen Ebenen. Ja. Einfach dadurch, dass wir uns selbst auch beobachten. Okay, this was the last slide. If people have questions, feel free. Okay, gut. Das war die letzte Bild. I have a question. Ja, Sarah. Raymond, you said that there is this movement between Devachan and the reincarnation, and the quality of the Devachan or the reincarnation depends on our focus. And my question is, the movement between Devachan and the reincarnation depends only on our focus, or depends also on an higher will, like the will on an higher entity? Solar system. Stop. Translation, please. Deutsch. Yeah. Okay. Hermann hat gesagt, dass wir zwischen Devachan und die Reinkarnation bewegen und die Qualität von was wir in Devachan oder in der Reinkarnation leben, ist abhängig um unseren Fokus, unser Fokus, wo wir uns täglich fokussieren. Meine Frage ist, die Bewegung zwischen Devachan und der Reinkarnation, ist abhängig von unserem Fokus, oder gibt es auch einen Willen von einer eure Entität, wie zum Beispiel unser Solarsystem und so weiter? In fact, the total sum of what we really are, so that means also our desires, but also our higher wishes, our higher ideas, yeah? So that is, let's say, the coloring of our willpower, what we have developed in past lives. So it's only our will that is playing? No, it is not only, you cannot separate your will from what you are. Yeah. If I have the will to be a Rembrandt, but I have never trained it. Yeah. So the expression to be a Rembrandt is very poor. And that is what I am. Yeah. So, kannst du das übersetzen, was dir gerade erklärt hat, Herr Sarah? Er hat gesagt, dass das Licht an unsere verschiedene Ebene, wie die komponiert sind, wie wir sind. Und aber bei mir stimmen nicht so viele seine Antwort. So, ich weiß es nicht. Willst du vielleicht übersetzen? Nee, das kriege ich nicht mehr zusammen. Es war. Deswegen. Herman, maybe my question was not. Very clear. No. Yeah. I was thinking, yeah, of course it depends on what we are, but it depends also on for example, the will of the Earth and the will of the solar system, the will of the sun. Do they play a role in this Yes. So. Also yes. Sie hat da von verschiedenen Willen gesprochen, ja, vom Willen des Sonnensystems von und so weiter. Und da ist die Frage, welche Willen da eine Rolle spielen. Well, I think that you should realize that wills of higher parts of our solar system, Also ich glaube, dass die der Wille der höheren Teile unseres Sonnensystems, Is what I have shown in that in the circle diagram. Das ist das, was ich in dem Kreisdiagramm gezeigt habe. So if we are, maybe I can just. Yeah, that
get it forward. Yeah, this one. What you can see here, that we are a copy in the small. Wir sind also eine Kopie im Kleinen von diesem Sonnensystem. The development of the solar system takes much more years than the development, or let's say the incarnation period of our life. Also die Entwicklung des Sonnensystems umfasst viel, viel mehr Jahre als die Entwicklung unseres, unserer eigenen Entwicklung. So let's say the will of the solar system is very stable, very constant der to our experience. Der Wille des Sonnensystems ist also im, in unserem Erfahrungsbereich sehr, sehr konstant. Ja, also es ist etwas sehr Gleichmäßiges. The life period of the solar system is much, much longer. Denn die Lebensperiode des Sonnensystems ist viel, viel länger. So, we experience that as almost constant. Wir erfahren das als fast gleichbleibend. Ja, so and within the constant situation. Also innerhalb dieser konstanten Situation. We can with our copy, what we are, can take all the spheres or higher, or we can go to lower spheres. Ja? Können wir uns in höhere oder in niedere Sphären begeben. Ja, and that is our free will. Und das ist unser freier Wille. Yeah, and that is what we try to develop during life and working out in the period between lives. Und das ist das, was wir während des Lebens versuchen auszuarbeiten und zwischen zwei Leben eben auch einarbeiten. Yeah. So and that is more or less. You can compare it to our cells. Man kann es mit unseren Zellen vergleichen. For the cells in my body, I am a very stable influence. Ja, für die Zellen in meinem Körper bin ich ein sehr stabiler Einfluss. Also, why? Warum? Because what is 2 seconds or 10 seconds for me? Weil das, was für mich 2 Sekunden sind, is for a certain type of cells. Für eine gewisse Art von Zellen. Maybe more than a lifetime. Vielleicht mehr sogar als eine Lebenszeit. So compare the cell experience, my influence, as a very constant influence. Also wird die Zelle meinen Einfluss als einen sehr konstanten Einfluss. Man könnte sagen, eine sehr konstante Lebensumgebung wahrnehmen. Okay? Okay. Are there other questions before we close? Noch weitere Fragen, bevor wir enden? Ich hätte noch eine Frage. Ja? Und zwar, welche Leute trifft man denn im nächsten Leben wieder? Ich habe immer gedacht, alle Menschen, die so jetzt um mich rum sind und zu denen ihr besondere Beziehung habt, die treffe ich im nächsten Leben wieder. Aber das, die Inkarnationszeit kann ja dann eine ganz andere sein, oder? Also es kann ja auch sein, dass Menschen, die total gern habe, dass ich die nie wiedersehe, oder? Herman, the question was, did you understand? Yeah. Okay. Well, we have to realize one thing, that of course we will see them again, for sure. Ja, wir werden sie natürlich wiedersehen. Yeah, but maybe not in the next life yet. Aber vielleicht nicht sofort im nächsten Leben. Because that is depends about the synchronization in development, in attraction, in cooperation with other ones. Denn das hat zu tun mit der Synchronisierung der Entwicklung anderer Lebewesen, also anderer Menschen zu tun. Ja, das mit den verschiedenen Phasen, die jeder Einzelne durchmacht. Yeah, and also, how strong is our attraction to the other ones? Und es hat auch ist auch abhängig davon, wie stark unsere Anziehung zum anderen ist. Yeah, and keep in mind, attraction can be love and hate. Ja, und man muss dabei daran denken, dass Anziehung sowohl Liebe als auch Hass bedeutet. Beides so ist gleich stark. Yeah, so if you hate people, wenn man also Menschen hasst,
Yeah, you build a strong attraction as well. Dann baut man auch eine sehr starke Anziehung auf. If you don't want to see people again, wenn man Menschen nicht mehr wiedersehen will, forget them. Vergiss sie einfach. Ja. Okay. Danke. Ja. Ja. Okay. Gut, danke. Ja, Klaus. Ja. Eine Frage. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wenn ich jetzt, es geht jetzt um Bewusstseinszustände und ich frage mich, was Träume sind. Ich frage mich, was Tagträume sind. Also wenn ich bewusst träume, also wenn ich bewusst Szenen wahrnehme, sind das wilde Erinnerungen aus der Vergangenheit oder ist das etwas anderes? Würde mich interessieren. Klaus, was meinst du? Ich muss nochmal zurückfragen, damit ich die klare Frage besser übersetzen kann. Also meinst du jetzt richtig Träume oder meinst du das vor sich hin träumen, wenn ich draußen unterwegs bin und in Gedanken bin, wie man so schön sagt? Weil Tagträume sind für mich diese Zustände, wenn du im Park sitzt und du findest die Wolken so schön und stellst dir da irgendwelche Dinge vor. Das ist ein Tagtraum. Meinst du das oder meinst du richtige Träume, wenn du schläfst und dann lebhafte Träume hast? Welchen Zustand meinst du? Okay, ich meine den bewussten Traumzustand, der sich unterscheidet von dem Ganzen, was du aufgezählt hast. Das war unbewusst. Wenn ich jetzt bewusst bin, ja, und halt in tiefere Bewusstseinszustände komme, dann kommen Bilder und Szenen. Und jetzt ist die Frage, ist das aus dem Gedächtnis, was ich erlebt habe und wird mir nur vorgespielt oder nochmal vorgespielt wie ein Film? Oder sind das Szenen, ich weiß nicht, das ist ja meine Frage. Woher kommen diese Szenen? Woher kommen diese Bilder? Woher kommen diese Filme oder Filmrisse, also Filmausschnitte, wenn man sich nicht daran erinnern kann, dass man das erlebt hat? Hermann, did you understand now his question? Yeah. Yeah, or shall I? No, I think I have the question. Good. I think if you're are on the day and you are sitting and you're becoming in a type of dream condition, a light dream condition. Also am Tage, wenn man sich sozusagen hinsetzt und in einen leichten Traumzustand kommt. Then we should realize that we are just active on the same, let's say, sphere where we are active if we are dreaming. During sleep. Dann sind wir ungefähr auf derselben Ebene aktiv, auf der wir auch während des Schlafes aktiv sind. Yeah. And there you can see that during the day we can have type of what we called we dream away. We are not concentrated. We just let it go. Ja. We experience a type of dreaming. Yeah? Ja, und da kann man also eben auch solche Zustände erleben, dass man einfach halb unbewusst ist, halb nur so einfach die Dinge vorbeiziehen lässt, ohne das zu steuern. And it can be that you experience a dream, let's say, not on the very lowest level, but on a higher level. Und es kann natürlich sein, dass man einen Traum nicht auf dem niedrigsten, sondern schon auf einem höheren Niveau erlebt. Yeah. Blavatsky gave in a small booklet 9 levels of dreaming. Frau Blavatsky gibt in einem Büchlein 9 verschiedene Ebenen des Traumes an. Yeah. And she say the lowest one, that is the dream you get if you have a very heavy meal just before sleeping. Der niederste ist der, wie den man bekommt, wenn man zum Beispiel sehr schweres Essen vor dem Schlafen gegessen hat. And the other one can be the highest one can be of a very high, let's say, idealistic dreaming away
is in, let's say, in quality the highest one, and that one can be that high that it is very hard for yourself to put a type of impression on it. Mm-hmm. Und der höchste, der sozusagen aus den idealistischsten Gedanken entstanden ist, der ist, kann so hoch sein, dass es schwer ist, ihn irgendwie zu fassen, zu beschreiben. So that is a complete range, and that can we have during große, the day. Das ist eine große Breite und das kann man während des Tages haben. Hm? But also during the sleep. Aber auch während des Schlafs in der Nacht. Yeah. Hm. Ja. Okay. Und es ist so, soweit ich verstanden habe, sehr individuell auch, wie welche einzelnen Ebenen man erreicht. Und es ist so, wie gesagt, auch schwer. Weil du nach den Bildern fragtest, die man sieht. Es ist schwer für einen anderen Menschen zu sagen, das, was du da gesehen hast, ist da und dort einzuordnen. Das kann eigentlich immer nur jeder Mensch für sich selber herausfinden. Ja, you can say we have created our own symbols. Ja, man kann sagen, dass wir unsere eigenen Symbole erschaffen haben. Ja. Ja. Noch letzte Möglichkeiten. Welche Gedanken kommen euch noch? Was wird, habt ihr noch an Fragen dazu? Außer aus Versehen stumm geschaltet. Ja, dann danke ich erstmal allen für das heutige Dabeisein und die wunderbare, lebhafte Diskussion. Wir werden unseren letzten Vortrag in dieser Saison auch online haben, weil wir noch nicht wissen, wie das mit diesem Virus weitergeht. Wir können uns also gerne alle wieder am 6. Juni hier gemeinsam zusammenfinden und dann wird der Vortrag über Meditation und Yoga in den Mysterienschulen, wenn man es genau betrachtet, eigentlich da ansetzen, wo wir jetzt aufgehört haben. Denn auch da geht es um Bewusstseinszustände. Ja? Und da würde ich mich freuen, Sie wieder hier zu sehen. Wir wollen heute enden, wie wir unsere Veranstaltungen auch im physischen Beisammensein beenden mit der Anrufung an diesen innersten Kern, den jeder von uns hat und auf den wir uns besinnen, wenn wir uns, an das Höchste in uns selbst wenden wollen. Und wir haben das ja in verschiedenen der Schaubilder gesehen, wo unser höchster Kern liegt. Das ist ein Auszug aus der Rigveda, die Gayatri genannt wird, in einer Übersetzung, wie wir sie von einem unserer Lehrer, William Kwan Judge, bekommen haben, wiederum übertragen ins Deutsche. O du goldene Sonne von herrlichstem Glanze, erfülle unser Herz und erleuchte unseren Sinn, auf dass wir unser Einssein mit der Göttlichkeit erkennen mögen, dem pochenden Herzen des Universums, und den Pfad zu unseren Füßen sehen und ihn beschreiten, hin zu jenen fernen Zielen der Vollkommenheit, angelockt durch dein strahlendes Licht.